250 Jahre später. Im oberpfälzischen Konnersreuth herrscht der Ausnahmezustand. Tausende bestürmen das Dorf. Therese Neumann trägt am Körper die Wundmale Christi, durchlebt Freitag für Freitag die Passion. Für viele, die es gesehen haben, ist die Resel eine Heilige. An jedem 18. im Monat ist die Kirche von Konnersreuth bis auf den letzten Platz besetzt. Von weit her kommen sie, um für die Seligsprechung einer Frau zu beten, die manche von ihnen noch gekannt haben. Therese Neumann, oder wie man sie hier nennt, die Resel. Sie hat Konnersreuth schon zu Lebzeiten zu einem Wallfahrtsort gemacht. Das Oberpfälzer Dorf Konnersreuth. 1927 steht es plötzlich im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Die Bauernmagd Therese Neumann soll nicht nur die Wundmale Jesu tragen und die Passion am eigenen Leib erleben. Sie soll auch ohne Nahrung leben. Ein Wunder oder ein raffinierter Betrug? Der Fall wird untersucht und er wird dokumentiert mit den damals modernsten Methoden. Filme, um die sich manche reißen würden. Therese Neumann, die Nichte der Resel, hat sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt. Von 1932 an, über Jahrzehnte hinweg, hat er seine Schwester Resel mit der Kamera begleitet. Der Bischof Buchberger hat einen Ferdl, also meinem Vater, den Auftrag praktisch gegeben. Er hat nun mal die besondere Schwester und er sollte halt einfach für die Zukunft die Filme drehen. Freitag für Freitag krümmt sich die Resel in ihrem Bett. An den Stellen der Wundmale Christi blutet ihr Körper. In Visionen durchleidet sie den Weg Jesu bis zum Kreuz. In diesem Zustand ist sie nicht ansprechbar, unempfindlich gegen Schmerz. Selbst die grellen Scheinwerfer, die der Bruder für die Filmaufnahmen nutzt, bemerkt sie nicht. Bis zu ihrem Tod im Jahre 1962 erlebt sie so fast 800 Mal die Passion. Mit einem eigens angefertigten Tonaufnahmegerät, wie es für Polizeiverhöre entwickelt worden ist, dokumentiert der Bruder Ferdinand auch die Schilderungen der Resel nach den Visionen. Sie beschreibt ihre Schauungen, ihre visionäre Zeitreise in die Zeit Jesu. Sie gibt Wörter wieder, die als aramäisch, als Mundart Jesu analysiert werden. Und überhaupt Friede kam. Und nur, wenn ich so in der Schule mit Christ bin und dann noch geredet habe, will ich mit dir reden. Da mache ich dich ein, da bleibe ich jetzt einfach nur da. In der Zeit des Nationalsozialismus wird Konnersreuth ein Zentrum des Widerstandes. Auch Fritz Gerlich, der Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, besucht die Resel, um, wie er sagt, den Schwindel von Konnersreuth zu entlarven. Er ist aber dann von der Resel so beeindruckt, dass er konvertiert und in ihrem Beisein die Erstkommunion feiert. Aus dem Skeptiker wird bald ein beeindruckender Zeuge für die Glaubwürdigkeit der Resel. Sie ermutigt ihn zum Widerstand, für den er später in Dachau zu Tode kommt. Nach dem Krieg geben sich höchste amerikanische Offiziere bei der Resel die Klinke in die Hand. Resel nutzt ihre weltweite Bekanntheit zum Wohl der Kirche. Tausende kommen freitags, um das Wunder von Konnersreuth mit eigenen Augen zu erleben. Mehr und mehr wird die Resel zu einem lebendigen Kreuzweg, an dem unzählige vorbeigeführt werden. Heute ist das einst so bestürmte Neumannhaus ein kleines Museum. Gegenstände, die an das Leben und Leiden der Resel erinnern.
Michael Hamann hat 24 Jahre als Bürgermeister die Geschicke Konnersreuths gelenkt. Schon als Kind war die Resel ein Thema, auch im Religionsunterricht. Die Kommunionkinder hat Ortspfarrer Naber sogar an das Bett der Stigmatisierten geführt. Als wir natürlich da als junge 9,5, 9 bis 10-jährige Kinder das erste Mal reingegangen sind, das war dann für uns schon sehr, es war ein heftiger Anblick, den wir da erleben mussten. Es hat uns auch über die Resel das Leben Christi näher gebracht. Als Therese Neumann 1962 stirbt und im Beisein von Verehrern aus aller Welt beigesetzt wird, steht für viele bereits fest, dass sie eine Heilige zu Grabe getragen haben. Immer lauter wird deshalb der Wunsch, sie selig zu sprechen. Doch es dauert über 40 Jahre, bis die zuständige Diözese die Causa Neumann in Angriff nimmt. Prominenter Besuch in der Konnersreuther Pfarrkirche. Zusammen mit dem Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller ist auch der Delegat des Papstes in Deutschland, der Nuntius Erzbischof Jean-Claude Perisset, gekommen. Theresa Neumann ließ Christus als Licht der Völker in ihrem Leben scheinen. Und ich hoffe, dass sie bald öffentlich für die ganze Kirche als ein Vorbild, nicht nur für Deutschland, aber für die ganze Kirche als Vorbild uns dargestellt wird. Ein klares Bekenntnis, das manche an diesem Tag als päpstliches Wohlwollen deuten. Nachdem die Vorgänger von Bischof Müller einer Seligsprechung eher zurückhaltend gegenüberstanden, überrascht es, dass der einstige Professor bereits gut 2 Jahre nach seiner Amtsübernahme das Seligsprechungsverfahren eröffnet hat. Viele warteten nur darauf, dass es gleichsam endlich losgeht und dann auch geklärt wird. Alles das, was damit zusammenhängt, auch manche vielleicht knifflige Fragen oder manches, was für die allgemeine Vernunft nicht so verständlich ist, aber soll eben mal aus dieser Grauzone des Geredes oder auch der Kontroverse herausgeholt werden, einfach dann auch offiziell geklärt werden. Es ist ja auch notwendig, dass bei einer Seligsprechung oder bei dem Prozess, der in die Wege geleitet wird, jetzt bei uns alle bayerischen Bischöfe um ihre Zustimmung gebeten werden und alle haben dazu gestimmt. Also es liegt ein Votum auch des bayerischen Episkopates einstimmig vor, in Favorem, also zugunsten der Resel. Und insofern ist das nicht irgendwie so eine einsame Entscheidung von mir, sondern es ist innerhalb der Diözese eingebettet, aber auch im ganzen bayerischen, aber auch im deutschen Kontext.